Moin, herzlich willkommen bei Lecker unterwegs. Diesmal haben wir Pulled Chicken im Dutch Ofen mit frischen Tortilla-Fladen auf der Grillplatte gemacht. Viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachkochen. Für 6 Personen bereiten wir 1500 Gramm Kikok-Hähnchen vor. Dazu werden die Sehnen, Silberhaut und das bisschen Fett entfernt, um besonders zartes Fleisch zu erhalten. Für den Geschmack reiben wir das komplette Hähnchen mit Tandoori Rub ein. Nutzt genügend Gewürz, um das komplette Fleisch zu bedecken. In einem Vakuumbeutel verpackt, kommt das Hähnchen über Nacht in den Kühlschrank. Zum Beheizen des Dutch-Ofen brauchen wir 14 Briketts, die wir erst einmal anzünden und durchglühen lassen. Während die Kohle auf Temperatur kommt, können wir schon mal das Gemüse schneiden. Vorbereitet werden 2 Paprika, 2 Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Chili und eine Frühlingszwiebel. Sobald die Kohle durchgeglüht ist, kommen erstmal alle Briketts unter den Topf, um das Hähnchen anzubraten. Danach nehmen wir das Fleisch heraus und geben die Zwiebeln in den Topf. Sind die Zwiebeln glasig, kommt der Knoblauch, Ingwer und der Chili dazu. Kurz noch Tomatenmark anschwitzen und alles gut verrühren. Dazu geben wir nun passierte Tomaten, geschälte Tomaten und Barbecue-Soße. Das Fleisch wird dann hineingelegt und mit Soße bedeckt. Das Ganze muss nun für gute 1,5 Stunden kochen. Zuletzt geben wir die Frühlingszwiebeln und die Paprika dazu und würzen alles nach unserem Geschmack. Während das Ganze noch für weitere 30 Minuten kochen muss, können wir den Teig für das Brot aus Wasser, Backpulver, Mehl und etwas Salz vorbereiten. Der Teig wird so lange geknetet und mit Mehl vermengt, bis er nicht mehr klebt. Wir teilen den Teig in gleich große Stücke und rollen daraus die Fladen. Diese lassen sich schnell auf der Grillplatte aufbacken. Nach den 30 Minuten kann das Fleisch einfach zerrissen und mit der Soße vermengt werden. Auf den frischen Fladen schmeckt das Pulled Chicken hervorragend ohne weitere Soßen. Wie immer findet ihr das Rezept mit Mengenangaben in der Videobeschreibung. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, freuen uns über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und noch mehr, wenn ihr uns abonniert. Viel Spaß beim Nachmachen und bis bald!